Gestern eine sensationelle Leistung der Mannschaft. Das Spiel können drehen, auch das ganze Publikum können mitreißen und so macht das Spiel natürlich umso mehr Spass. Ja, das müssen wir so machen. Wir müssen genau gleich spielen wie gestern mit so einer Leistung. Und denke, dann ist da am Mittwoch etwas möglich in Bern. Ja, wir werden natürlich die Serie dort im Cup weiterführen. Und eben, ich denke, in diesem Cup-Finale hat niemand mit uns gerechnet, auswärts Bern gegen IB. Und wir wissen aber, dass nur mit einer super Leistung von uns und einem perfekten Tag alles, und alles klappen muss, dass wir dort gewinnen. Ja, ich erwarte eigentlich einen ähnlichen Match wie gestern gegen Basel. Kämpfer ist extrem, das müssen wir wieder auf den Platz bringen, um das Spiel zu gewinnen. Und sonst, man kennt Bern, die Heim sind extrem stark auf dem Kunststrasse, schiessen extrem viel Goal. Aber wenn wir so dagegen haben wie gestern, können wir auch gewinnen. Ja, das Ziel ist auf jeden Fall, den Schwung mitzunehmen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach die zwei Tage gut zu regenerieren, dass die Mannschaft wieder frisch wird. Wir haben zum Glück eine junge Mannschaft. Die können innerhalb von drei Tagen wieder so eine Leistung abrufen. Wir wissen, dass der Schlüssel des Spiels ist wieder mit der Leidenschaft, mit dieser Intensität, mit dieser Entschlossenheit ins Spiel zu gehen und versuchen, das zweite Wunder von Bern zu machen. Wir haben eine junge Mannschaft, die hungrig ist. Und wir werden um jeden Millimeter des Kunstrasens kämpfen. Wir haben tolle Fans, aber die erwarten auch etwas von uns. Und wenn die spüren, die Mannschaft ist da, die Mannschaft kann was reißen und die Mannschaft gibt alles. Haben wir natürlich gehofft, dass die Fans das spüren und hinter die Mannschaft kommt. Und gestern haben wir ganz schnell gespürt, was die Mannschaft auf dem Platz am Leisten war. Das hat das ganze Stadion hinter uns gezogen. Und hoffentlich, dass am Mittwochabend in Bern viele Zürcher kommen. Die Bilder von der Cup-Finale bleiben mir im Kopf. Mit dieser Gegentribüne nur weiß, das war hervorragend. Und ein Verein gewinnt solche Spiele nur zusammen. Und es wird für uns wichtig sein, dass wir es schaffen, wieder unsere treuen Fans hinter uns zu bringen, damit der Post abgeht in Bern.